Die Trauben im städtischen Weinberg in Reutlingen sind reif. Diese Woche hat hier die Weinlese begonnen. Oberbürgermeisterin Barbara Bosch machte sich zusammen mit Küfermeister Matthias Reusch selbst ein Bild von der Güte des jüngsten Jahrgangs. Zugleich gab es ein kleines Weinlesefest. Im städtischen Weinberg in Reutlingen wachsen sowohl Portugieser Trauben für Rotwein als auch Müller-Thurgau. Der Müller-Thurgau wird zu Sekt weiterverarbeitet und bei besonderen Anlässen ausgeschenkt oder auch verschenkt. Es gibt den Sekt und Rotwein auch zu kaufen, doch das eigentliche Anliegen der Stadt ist es, ein bedeutsames historisches Erbe zu erhalten.